Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Ist es Ja. der Valentine? Nochmal, wen möchten Sie sprechen? Es geht um eine Bestellung. Die Bestellung war vor ungefähr 6 Minuten bei uns getätigt für den Parasol-Kräutertee. Ja, mit wem möchten Sie sprechen? Frau Jill Valentine. Jill Valentine, ja, das bin ich. Ich brauche das Zeug. Sie brauchen das Zeug. Okay, Ja. sagen Sie mir nur, wo soll ich das verschicken? Sie sind in Deutschland oder in Österreich? Nee, ich bin schon in Deutschland. In Und Deutschland. das hilft auch richtig gut, ja, auch in diesen Krisenzeiten. Ganz genau, ganz genau. Sie machen so gesagt eine Reinigung des Körpers Oh, und toll. das Entgiftung Ihres Körpers von Parasiten. Das ist toll. Hilft das nur, wenn man da schon Probleme hat, oder kann man da auch vorbeugend mit behandeln, wenn wir jetzt mal so eine ganz gefährliche Mission haben? Was ist das für eine Mission? Können Sie mir das ein bisschen Naja, genauer wenn man jetzt sagen? weiß, da ist ziemlich viel parasitäres Mistzeug unterwegs, dann würde ich das vorher auch nehmen. Geht das? Ja, geht es. Kein Ja? Problemchen. Das ist für Magen-Darm-Infektionen, ständige Blähungen, Fieberblasen auf der Haut, Papillome, Herpes am Körper oder generelle Hautprobleme, Oh, Probleme mit super. dem Stoffwechsel, Sodbrennen, Mundgeruch und so weiter. Hier Also sind so das mal Behandlungen diese für ganzen einen typischen längeren Zeitraum. Zombie-Symptome, das ist ganz Ganz, wichtig. ganz, ganz, ganz genau. Ganz Dann sagen Sie klasse. nur, wo soll ich das verschicken und dann kann ich Ihnen so gesagt eine Therapie empfehlen, wenn Sie das nur zum Anfang wollen, dass sie das vorbeugen, so gesagt. Was Dass war jetzt nichts die? entsteht. Wie muss man das denn anwenden überhaupt? Ist das so mit zusammen mit den Kräutern zusammen oder wie funktioniert das? Weil ich habe noch drei Dreimal am grüne Tag. und drei rote Kräuter und die würde ich dann damit mischen, dass ich halt immun bin gegen die Infektion, ja? Ja, können Sie machen, können Sie machen. Aber Sie können Toll. den Kräutertee auch alleine einnehmen. Wie ist die Alleine? Wie meinen Sie Beschreibung? das? Die Beilage bekommen Sie mit dem Paket mit drin. Oh, ich würde das aber gerne vorher schon mal besprochen haben, weil das kann ja sein, dass wir das dann ganz schnell einsetzen müssen. Und wenn Nemesis da irgendwie Okay. hinter uns herläuft, kann ich ja nicht noch eine Betriebsanleitung vorher lesen. Okay, kein Problemchen. Dann haben Ja, wir dann alles das wäre da, wo mir Sie sehr überhaupt dann. wichtig. Momentchen. Was denn? Ein Momentchen. Das ist hier Menschen? nur ein Momentchen, Momentchen, Ach Momentchen. Das ist so, das nur ja. für. Also wenn Sie irgendwo Menschen treffen unterwegs, bei Ihnen scheint es ja auch sehr geschäftig zu sein. Ey, wir machen jetzt auch wieder Außeneinsätze vom Umbrella Security Service. Wir kommen jetzt auch wieder Leute retten. Wirklich? Ja. Das ist ja toll. Finde ich auch. Endlich. Ein Moment. Hier Da ist habe ich ja es. viel, da ist ja Okay. viel bei Ihnen los. Wird das Raccoon City PD gerade noch gehalten? Ja, das schafft ihr noch, oder? Ja, das schaffen wir noch. Das Ja, schaffen das wir ist noch. toll. Das ist klasse. Wie viele Leute habt ihr denn noch da? Weil wir sind gar nicht mehr so viele. Bei uns gibt es zurzeit jetzt 800 Leute hier. 800, naja, dann schafft ihr das ja. Ja, das schaffen wir dann alles heute Das noch. ist klasse. Wie Okay. viel habt ihr denn da von diesem Parasol-Zeug? Oh, einmal Mensch, das weiß ich überhaupt jetzt nicht so genau. Aber wir haben das auf Lager. Wir haben das sicher auf Lager. Ja? Das würde dann ungefähr in 3 Werktagen bei Ihnen da sein. Das kommt mit der DHL-Post bei Ihnen an. Die Zahlung ist benachnahmt. Sie bekommen auch eine Rechnung in dem Paket mit drin. Ich begleite Sie auch durch die ganze Therapie, nur dass Sie das wissen, das ist auch kostenlos durch Oh, die das ist ganze kostenlos. Therapie. Das ist ja toll. Ich bin jetzt nicht lästig, dass ich Sie jeden Tag anrufe oder etwas. Nee, nee, Wir also hören uns, wie gesagt, der Ende Kontakt des muss ja Monats. gehalten werden. Wir sind ja gerade in der Ja, Spencer Mansion ganz und genau, das ist bei wir Ihnen müssen ja wissen, unbedingt. was im Raccoon City PD weiterhin abgeht. Wir müssen da ja schon in Kontakt bleiben. Wir bleiben so gesagt in Kontakt. Ich Oh, rufe Sie toll! immer Ende des Monats an. In Ende Ordnung. des Was Sie Monats? Sollen wir da ein ja, Codewort abmachen?
Was soll der Codewort dann sein? Parasiten vielleicht. Ja, das ist ein gutes Kennwort, weil da kommt wahrscheinlich keiner drauf, dass wir das benutzen. Das ist klasse. Ja, können wir machen. Du bist echt gut. Du bist gut. Das mag ich. Es kann nur klappen. Okay. Das kann nur klappen. In Ordnung. Was die Anwendung geht, ist dreimal am Tag auf 2 Deziliter kaltem Wasser hinzufügen. Was ist ein Deziliter? Das ist eine kleine Tasse Tee. Eine kleine Tasse Tee. Also ich habe verschieden. Ich habe aber verschieden große Tassen Tee. Welche ist denn da die richtige? Die richtige wäre für einen kleinen Kaffee, was die benutzen. Eine Teetasse für Kaffee? Jetzt wird es langsam gruselig. Ja, 2 Deziliter, wie soll ich das beschreiben? Ja, was ist denn ein Deziliter in Milliliter? Deziliter kenne ich nicht. Ein Momentchen, schauen Sie. Eine kleine Tasse Kaffee wie für Macchiato. Für was? Wie für ein Macchiato. Trinken Sie vielleicht Kaffee? Nee, ich bin Teetrinker. Teetrinker nur. Ja. Besser gesagt, 2 Deziliter ist dann 200 Milliliter. 200 Milliliter? Okay, gut, das schreibe ich mir auf. Dann, und das muss ich dann anrühren, zusammen mit dem grünen oder mit dem roten Kraut? Das können Sie so gesagt alles zusammenmischen. Sie nehmen 2 Teelöffel in 2 Deziliter oder 200 Milliliter kalten Wasser. Okay. Sie sollten das Wasser mit dem Tee kochen, bis es kocht ungefähr, so gesagt, 15 bis 13 Minuten, 30 Minuten in einem bedeckten Behälter abkühlen lassen. Okay. 15 oder 20 ist okay. Und dann gelegentlich umrühren und dann können Sie das genießen. Dreimal am Tag einnehmen und das ist alles. Sie können das alles, so gesagt, morgens vorbereiten, dass Sie das für den ganzen Tag haben, dass Sie nicht jedes Mal den Tee machen müssen. Ah, das geht auch, dass man das quasi der Feldflasche dann auch mit dabei hat. Und das, wenn es da jetzt zu einer akuten Infektion kommt, schüttet man das da einfach drüber oder wird das intravenös verabreicht? Sie können das einnehmen, Sie können das trinken, aber Sie können das auf die Haut auch auftragen. Auf die Haut auftragen? Ja, ganz genau. Sie können das auf die Haut auch auftragen. Aber bitte kein Zucker hinzufügen oder sonstiges. Nee, Zucker ist ja nicht gut und auch gar nicht mehr verfügbar. Das ist jetzt ja eine Luxusressource. Zucker nehmen wir eigentlich nur noch zum Tauschen, wenn jemand irgendwie noch so ein paar Kugeln für uns hat. Ja, ja. Oh, toll. Das ist richtig. Das ist ganz klasse. Wie viel können wir denn kriegen von dem Zeug? Schauen Sie, wir empfehlen immer eine 3-monatliche oder 4-monatliche Therapie, wenn Sie wollen. In einer Packung bekommen Sie 50 Gramm Kräutertee. 50 Gramm? Ja, 50 Gramm. Und das sind wie viele Portionen? Das ist ungefähr, dass Sie das für 10 oder 12 Tage haben. Oh, doch so viel? Ja. Und das ist dann volle Immunität, ja? Ganz genau. Darum empfehlen wir immer eine 3-monatliche Therapie, dass wir den Körper reinigen. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das so schicken, dass Sie das für 3 Monate haben. Da bekommen Sie natürlich auch einen zusätzlichen Rabatt. Weil das wäre dann für 3 Monate 9 Packungen, was Sie bekommen. Stolz. Oh nein, da ist er schon wieder. Ich muss mal eben ein bisschen weiter weggehen, sonst kriegt er mich. So, nochmal, den Rest habe ich jetzt gerade nicht verstanden. Da ist ein bisschen Adrenalin gerade reingekommen. Okay, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen 9 Packungen schicken. Die 9 Packungen wären für 3 Monate. Ich kann Ihnen das auch reduzieren. Da zahlen Sie so gesagt nur 5 Packungen und 4 bekommen Sie als Geschenk, weil Sie das erste Mal bei uns bestellen. Oh, das ist klasse. Ich meine, wir tun ja auch sehr viel für die Rettung der Welt. Da ist das ja auch irgendwie angebracht, ne? Dass wir da jetzt nicht unsere letzten Ressourcen für hergeben müssen. Ganz genau. Wie machen wir das denn mit dem Austausch? Kommt da jemand von Ihnen? Was die Zahlung angeht, die Zahlung ist bei den Postboten oder Sie wissen, wir bleiben in Kontakt. Alle Ihre Feedbacks sortieren wir hier in unserer Seite rein und alles Weitere bleiben wir so gesagt in Kontakt. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Also der kommt und bringt das zu uns, ja? Ja, das kommt mit der DHL-Post bei Ihnen an. Ach so, die operieren auch immer noch. Okay, das ist gut. Oh, ich bin ja beruhigt, dass wir sie gefunden haben, diesen Kontaktweg.
Das freut mich dann auch. Mir, ja, toll, freut, ne? Es, dass wir dann 3 Monate lang ein bisschen Spaß haben. Spaß haben? Naja, das ist in der Apokalypse immer Ansichtssache, aber wir finden da bestimmt schon eine Möglichkeit. Wie viele, was wollte ich denn sagen? Wie lange dauert das denn, bis das hier ist? 3 Werktage ist die Auslieferung. Morgen wird es verschickt, in 3 Werktagen ist es bei Ihnen da. Ja, gut, ich denke mal, bis dahin kriegen wir uns noch beholfen. Und ansonsten hilft bei einem ausbrechenden, also wirklich, wenn das so Nemesis-Symptome sind, halt einfach nur noch die Kugel. Aber das, was will man machen, ne? Ja. Bevor der einem hinterher auffrisst, dann kann man ja nur noch Exitus. Okay. Finden Sie das lustig? Ja, Sie sind wahrscheinlich nur Funker. Sie haben wahrscheinlich im Einsatz noch nie einen geliebten Menschen verloren. Nee, habe ich nicht. Dann seien Sie froh. Das ist nämlich gar nicht zum Lachen. Am einen Tag feiert und vögelt man noch und am nächsten Tag verwandelt er sich in einen Zombie. Das ist überhaupt nicht schön. In einen Zombie? Ja. Ich weiß, wir sollen das Wort nicht benutzen, weil es unprofessionell ist, aber es ist ja. Es ist ja im Endeffekt, ich kann jetzt natürlich hochtrabend von der Infektion betroffene Person sagen, aber in der Zeit kann ich 3 von den Viechern abknallen und sage lieber Zombie. Das ist doch viel einfacher. Ja, da stimme ich zu, da stimme ich nur zu. Das ist gut. Und Sie sind Funker, ja, so von der Ausbildung her? Ja, ganz genau. Das ist klasse. Seid ihr denn da gut abgesichert bei euch? Wenn da so viele Leute sind, lockt das die ja an. Sind wir. Wir sind abgesichert. Ja, das ist gut. Nicht, dass da irgendwie so ein paar Licker oder sowas vorbeikommen. Das ist ja nicht so toll, wenn man da nicht vorbereitet drauf ist. Also es gibt ja bei vor der Apokalypse hieß es ja manchmal, für die Postboten, wenn der Hund kommt, soll man sich auf den Boden legen und auf Hilfe warten. Also wenn Licker kommt, hilft das nicht. Dann sollte man sich schnell die Toilette runterspülen. Ja. Wie viel Packungen kriegen wir jetzt? So insgesamt 9 Packungen bekommen Sie. Dann macht doch gleich 10 draus. Was ist das für eine krumme Zahl? Okay, wenn Sie wollen, machen wir dann auch 10 Packungen. Gut. 10 Packungen wären dann 6, was Sie zahlen, und 4 bekommen Sie als Geschenk. Das ist ordentlich, das ist eine schöne Draufgabe. Okay. Wie heißt denn der Bote, der kommt? Der muss ja das Passwort noch mitkriegen. Ich notiere das Passwort. Parasiten. Parasiten. So. Mit einem Ausrufezeichen hinten dran. Natürlich, das machen wir. Stars. Und da ist er schon wieder. Ich muss noch mal schnell ein bisschen weiter rennen. Dann sagen Sie mir, wo soll ich das verschicken? Hier zum Feldlager. In Ordnung, dann bitte die Postleitzahl. Ja, das ist 91448. In Ordnung, welcher Ort? Emskirchen, ja, da haben wir uns gerade verschanzt. Hier ist eine alte Ogerhöhle, die haben wir in Besitz genommen. Die sieht so verlassen aus, da dachte ich eigentlich, kommt keiner drauf, dass wir uns da verstecken. Ich muss schnell weiter. Stop. Okay. Stars. So, die Anschrift ist Altschauerberg 8. Altschauerberg und die Hausnummer ist die Nummer 8. Ja, das ist die Nummer 8. So, ich habe mich jetzt gerade mal um die Ecke gestellt. Ich glaube, das wird ein lustiger Tag heute. Den ganzen Tag weglaufen, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Okay. Boah, okay. Ist das bei euch auch so heiß? Ja, ist es. Ja, ist es. Okay, dann Altschauerberg Straße 8. Nummer 8, ja. Kommt das in einer großen Kiste? Natürlich, das kommt in einer großen Kiste bei Ihnen an. Das ist aber keine Metallkiste, oder? Nee, keine Metallkiste. Weil das letzte Mal, als wir auf eine Metallkiste gewartet haben, da haben die Schweine von Umbrella die mit einem Hubschrauber abgeworfen und da war das so ein scheiß Tyrant drin. Das kannst du dir gar nicht vorstellen. Oder ist er schon wieder? Diese Situation hatte ich nicht. Das kommt mit der ganz normalen Kiste zu, das ist dann die Hausnummer 8. Ich will nur erwähnen, dass dieser Gespräch aufgenommen wird zur Verbesserung unserer Dienste, nichts weiteres. Das geht auf den Namen dann Jill Valentine. Jill Valentine, verdammt. Jill Valentine. Warte, ich muss kurz nachladen, warte. Das steht auf Ihren Briefkasten. Ja, natürlich. Okay.
Dann haben wir hier alles. Wollen Sie das Ihren Geburtsdatum hier eintragen, dass Sie morgen auch einen Geburtstagsgutschein bekommen können? Ja, 6.6.92. 92. Genau, und dann haben wir das. Das wird morgen verschickt. Ja. Drei Werktage, dann ist es bei Ihnen da. Passt es Ihnen so? Ach, ich schaffe es nicht. Der kommt mir immer weiter hinterher. Okay. Also Sie spielen Videospiele. Welches Spiel spielen Sie? Stars. Welches Spiel spielen Sie? Stars. Sind Sie da? Wir kriegen euch alle. Hallo. Stars. Ich trainiere das. Stars. Komm hierher und empfange deinen Tod. Komm hierher und empfange deinen Tod. Ja. Stars. Ja. Ich bin Lilith persönlich. Du kannst nur in die Hölle kommen. Danke. Nicht einmal der Tod kann dich vor mir retten. Ich bin der Tod. Nein. Ja, bin ich. Ich bin der Tod. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Hallo. Hi, hier ist Kommandant Dimitri. Wir haben kein Toilettenpapier mehr. Ich liebe es, wie du die verarschen kannst.